Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Heute auch mal wieder im Schnellmodus. Wir bauen hier an unserem kleinen Imbisshäuschen weiter. Ein bisschen rumgetüffelt habe ich noch. Groß verändert hat sich allerdings dann nichts mehr an dem Ganzen, da ich für die anderen Seiten nicht so die Ideen hatte, muss ich sagen. Aber ja, vielleicht baue ich auf der Seite nochmal weiter. Vielleicht kommen da nochmal ein paar andere Details, wo ich sage so, okay, die könnte ich mit dazu bauen, die finde ich cool. Aber momentan, nö. Ganz klar. Da habe ich ein bisschen Pausen eingelegt. Habe dann anderweitig ein bisschen weiter dekoriert an dem anderen Gebäude noch. Wird aber noch kommen. Aktuell haben wir ja noch das hier vorne mit den ganzen Stämmen. Da habe ich versucht, ob man da irgendwie oben so ein bisschen so eine Umrandung machen kann. Die wo. Ja, eigentlich gut aussieht. Versuche ich ja die ganze Zeit, dass es gut aussieht. Aber es klappt halt nicht immer. Es klappt halt einfach nicht immer. Ich habe für meinen Geschmack noch ein bisschen zu wenig. Ja, noch ein bisschen zu wenig Objekte im Spiel. Meine anderen können da natürlich schon wesentlich besser bauen als ich. Ganz klar, muss man auch sagen. Ich meine, wenn ich. Ich schaue doch selbst auch ein bisschen ein paar Videos an. Ja. Aber ich komme damit noch nicht so ganz zurecht, mit diesem ganzen einzelnen Zusammenbauen. Da sind andere doch deutlich, deutlich besser, muss ich sagen. Ganz speziell ein einziger Kandidat, der baut. Puh, Wahnsinn. Ja. Bei der ganzen Thematik an sich ist es momentan ja doch alles sehr piratenlastig. Auch das Gebäude, wo ich ja hier gerade baue, ist sehr, sehr, sehr piratenlastig. Da, ja. Wird jetzt mal so sein, dass der Anfang vom Park so ist, auf Pirat. Eventuell, da bin ich gespannt, wann dann das nächste Update kommt zum Spiel. Da hätte ich dann doch ganz gerne mal so ein paar andere Sachen. Ich habe schon was gesehen, was anscheinend als nächstes kommt. Auf das würde ich mich persönlich sehr freuen, muss ich sagen. Da es in den meisten echten Parks ja auch so ist, dass da relativ viele auf dieses Thema gehen. In dem Fall Märchen. Ne? Haben ganz viele Parks irgendwie mit dabei. Und ich finde es irgendwie auch ganz cool, muss ich sagen. Also mir gefällt der Aufbau und der ganze Stil, der ganze Baustil von diesen ganzen Märchensachen oder von den Märchenparks doch sehr gut. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es kommt dann zeitnah. Wenn nicht, muss ich mich ein bisschen gedulden und schauen, ob ich mich auch hier im Piratenthema ein bisschen verfeinern kann. Muss ich auch sagen. Mein Meister drin. Würde ich jetzt nicht sagen, dass ich bin. Mein. Hier vorne, da entsteht natürlich jetzt gerade mal so ein bisschen was die Front. Die läuft ja wirklich ganz gut, finde ich. Aber ist jetzt auch noch. Oder bis jetzt bloß die Front an sich. Ne, ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr Ideen vielleicht kommen. Oder dass ich mal sehe, so, ja, was kann man noch kombinieren, was kann man nicht kombinieren. Oder was passt zusammen irgendwie. Und mit der Steuerung muss ich noch ein kleines bisschen spielen. Da bin ich auch noch nicht ganz glücklich, muss ich sagen. Ich bin schon ganz froh, dass man auf X hier so das Ganze alles in jede Richtung drehen kann, wie man es möchte. Damit kann ich schon ein bisschen was einstellen. Aber man kann ja auch Objekte zusammenfügen und ja, ganz anders aussehen lassen, als wie sie eigentlich ursprünglich gedacht sind. Jo. So viel zu dem Thema eigentlich. Was wäre eigentlich, fragen wir mal so, was wäre eigentlich für euch so, was für ein Thema hättet ihr gerne in einem Park? Oder welches Thema gefällt euch persönlich in Parks am besten? Ist so, ja, je nachdem, Märchen, Pirat. Mag man wie in anderen Parks dieses Fantasy-Thema gerne? Mag man europäische Themen? Mag man echte Original-Nachbauten? Ja, so komplett gemischt halt quasi, je nachdem. Wie gesagt, schreibt mir das in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Vielleicht den einen oder anderen Wunsch. Oder vielleicht ist ja ein Wunsch dabei, was ich bauen sollte. Da würde ich natürlich auch nicht nein sagen, wenn da ein Wunsch da ist. Dann, ja, würde ich mir den, wo ich meine, damit kann ich am besten arbeiten, rauspicken. Und ja, dann versuche ich den zu bauen. Wäre somit eigentlich. Das wäre eine coole Idee. Ich weiß gar nicht. Müsste ich gucken, kann man hier Umfragen stellen?
oder machen? Ich glaube nicht, oder? Auf YouTube? Ich habe keine Ahnung. Ansonsten einfach mal auf Facebook gehen, Kartoffelkrümel nachgucken und da kann ich dann ein bisschen drauf eingehen bei dem jeden einzelnen Wunsch dann, wenn es ist. Und allgemein auch schneller interagieren. Also ich meine, ich habe jetzt hier nicht so viel auf YouTube, dass ich sage, okay, ich kann hier immer gleich zugreifen. Ist mir leider nicht möglich. Aber ich kann ja auf Facebook gleich immer zugreifen. Das läuft bei meinem Handy ganz gut. Und ja, das wäre ganz cool. Also wie gesagt, schaut mal vorbei. Facebook, Kartoffelkrümel, ganz normal. Mein Profilbild ist das gleiche wie hier. Und schreibt mir das. Ganz wichtig. Mehr, glaube ich, muss ich auch nicht mehr dazu sagen. Sollten Fragen sein, sagt mir Bescheid. Ich lasse das Ganze noch ein bisschen mit Musik zu Ende laufen. Schaut es euch an. Vielleicht sagt ja der eine oder andere, okay, er wird langsam besser. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schaut das Video fertig. Macht es gut. Ciao.